Willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Ja, und schön, dass ich wieder über ein weiteres Geheimnis des Lebens zu dir sprechen darf heute. Weißt du, es geht heute mal darum, den Mut zu haben, auch mal Nein zu sagen. Es ist doch wichtig, dass du dich wohlfühlst und manchmal. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt Situationen im Leben, wo du vielleicht etwas machst, was du ja für jemand machst, den du gerne hast und wo du meinst, ja, du möchtest gerne mit ihm zusammen sein und dann riskierst du mal was, machst das und fühlst aber in dir, fühlt sich eigentlich gar nicht wohl dabei. Ich meine, natürlich, wenn man sich wohl dabei fühlt, dann kann man natürlich sowas machen. Aber ich finde, also so in meinem Leben hat sich das so gezeigt, wenn ich was mache, wo ich mich nicht dabei wohlfühle, dann wird es nichts. Dann wird es einfach nichts. Dann ist es nicht schön und es geht meistens auch schief. Und ja, und letztendlich. Wenn man sich überlegt, warum fühlt man sich denn da nicht wohl? Der Grund ist ja, weil man sich nicht zu sich selbst steht. Ja, weil man einfach nicht das äußert, was jetzt das eigene Gefühl ist, sondern indem man das einfach so wegschiebt und ja, das dann übergeht sozusagen. Und weißt du, diese Dinge, die man übergeht, die man auch die Dinge, die man so runterschluckt, das sind Gefühle, die sich dann in der Aura festsetzen, die irgendwo in den einzelnen Auraschichten so Strukturen bilden, Strukturen, Verdichtungen. Und je nachdem, wie oft man das jetzt tut, kann die Energie nicht mehr so gut fließen, wenn überall so kleine Knötchen sind, dann muss die Umwege machen. Und ja, dann geht es einem nicht so gut dadurch. Ja, wenn der Energiefluss gestört ist, dann geht es einem nicht so gut und man fühlt sich vielleicht unwohl und weiß nicht, woher es kommt. Also, es gibt natürlich mehrere Gründe, dass sowas geschehen kann, aber einer davon ist eigentlich dieses nicht Nein sagen können, Dinge zuzulassen, die jetzt gar nicht so die eigenen Dinge sind. Und ja, und dadurch entstehen eben diese Verdichtungen, diese hindernden Strukturen in der Aura. Und letztendlich wird man von solchen Verdichtungen krank. Ich spreche später nochmal über das Thema Krankheit. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber heute ist es eben wichtig, dass du dir mal überlegst, ob es Situationen in deinem Leben gibt, wo du gegen deinem Gefühl etwas getan hast. Also wo du eine Tätigkeit ausgeübt hast, die jetzt nicht deine war, wo du ja, dich selbst praktisch verleugnet, kann man nicht sagen. Es ist ein sehr, sehr hartes Wort, wo du also einfach nicht auf dich gehört hast, wo du einfach nicht zu dir selbst gestanden bist. Es geht mir darum, dass du genau weißt, was du willst und dann auch zu dir selbst stehst, sodass du ganz klar sagen kannst, das ist mein Weg, das mache ich gerne und das andere ist eben nicht mein Weg und deswegen mache ich das nicht. Ja, und wenn dich jemand liebt, dann würde er das akzeptieren. Ja, und wenn diese Liebe nicht da ist und er das nicht akzeptiert, sie oder er, ist ja egal in dem Moment, dann hat es eh keinen Sinn, sage ich jetzt mal so. Also, ja, überleg dir einfach mal, ob es sowas gibt. Und ob du das einsetzen kannst, ob dir das hilft. Ja, ich würde mich freuen, wenn du es hier unten in den Chat reinschreibst. Dann kann ich auch noch weiter Fragen beantworten, wenn da was anfällt. Natürlich mache ich gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, meine Lieben,
Wer mich noch nicht abonniert hat, bitte tu's. Das freut mich auch sehr. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen. Bei Geheimnisse des Lebens. Also, bis dann. Tschüss.